Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spellforce. Wir sind letztes Mal in den südlichen Windfallbergen jetzt angekommen, hatten schon ein bisschen mit den hiesigen Questgebern geredet, etwas gehandelt und ich würde sagen, wir reden jetzt mit dem Tarn der Stadt, um in der Hauptstory voranzukommen. Geht, Mensch. Euresgleichen ist hier nicht erwünscht. Ich komme auf Empfehlung von Meister Skarvik. Ich benötige eure Hilfe. Skarvik? Gut, ich werde euch anhören, aber haltet euch kurz. Dringende Geschäfte führen mich nach Osten. Der Osten ist ein Grab. Das Grab meines Sohnes. Dieser Weg wird euch verschlossen bleiben. Was ist geschehen? Es war die Feigheit eines Menschen. Lordling Joshua. Er ließ meinen Sohn Herga im Stich. Das Band zwischen Menschen und Zwergen ist zertrennt. Die Menschen von Brunnenfels haben auf dieses Bündnis vertraut. Wenn ich nicht nach Osten gelange, dann steht euch offener Krieg bevor. Wie viele Tote braucht es, bis euer Zorn vergeht? Lordling Joshua muss sich seinem Schicksal stellen. Und entweder er stirbt wie sein Bruder im Blute, oder er rächt dessen Tod. Nur eine solche Tat kann den Bund wiederherstellen. Habt ihr mich verstanden? Dann werde ich Joshua dazu bringen, seinem Feind in der Kaltmark noch einmal gegenüberzutreten. Unter diesen Bedingungen werde ich das Osttor für euch öffnen lassen. Der Lordling hat sich irgendwo südlich der Stadt verkrochen. Findet ihn. Sorgt dafür, dass der Drachling, der meinen Sohn getötet hat, sein Ende findet. Der Helm Hergers soll mir als Beweis dafür dienen, dass es vollbracht ist. Was ist mit eurem Sohn geschehen? Herga brach zusammen mit seiner Garde auf, um die Pfade nach Osten zu erkunden. Wir planten, ein Heer durch die Kaltmark zu entsenden, um den Menschen im Grauschattental zu Hilfe zu eilen. Sein Bruder im Blute sollte ihm zur Seite stehen, doch Lordling Joshua ist kein Krieger. Er ist ein Feigling. Sie durchquerten die Kaltmark, bis sie weit im Osten hoch in den Felsen auf ein Drachenwesen stießen. Ein Drachling, der dort seinen Hort errichtet hatte. Es kam zum Kampf. Der Lordling, dieser Wurm namens Joshua, nahm seine Beine in die Hand und lief davon und ließ seine Gefährten und seinen Blutsbruder im Stich. Wimmernd wie ein Weib stolperte er vor unsere Tore. Keiner der anderen kehrte mehr zurück. Fluch über den Lordling und seine Brut. Kein Bund verbindet mich mehr mit solchem Gewürm. Tja, also müssen wir jetzt erstmal Lordling Joshua finden. Wir haben ja noch unsere Helden vor der Stadt stehen. Wir treffen uns jetzt erstmal mit denen, um weiter nach Süden vorzurücken. Und dann wollen wir mal schauen, wo sich der Lordling rumtreibt. So, das sind schon unsere Recken. Und los! Und dann geht's mal weiter nach Süden. Mir nach! Folgt mir. Na, hier sind noch ein paar Minotauren im Gebüsch. Für die Freiheit! Oh, die sind aber ziemlich groß. Aber ich denke mal, unsere Truppe dürfte das noch schaffen. Wir werden angegriffen! Zur Ehre Aonirs! Verstärkt die Deckung! Schnell! So, das wären die Minotauren. Und was haben sie bewacht? Mal eine Keule und... und los! Ein neuer Heilungsspruch. Der kommt uns sehr gelegen. Und los! Weil wir jetzt Zauber in Diastufe 4 haben. Und los! Na, hier vorne stehen wieder zwei Questgeber. Vorwärts! Da wollen wir erstmal schauen, was die zu sagen haben. So, gute Frau, was hast du uns denn zu sagen? Seid ihr sicher, dass ihr das bei diesem Wetter tragen wollt?
Wovon sprecht ihr? Meine Bekleidung ist praktischer Natur. Und das Wetter ist wahrhaftig mein geringstes Problem. Ach, verflixt. Keiner will sich mehr Zeit für ein richtiges Verkaufsgespräch nehmen. Ich bin Miria, Sams Frau. Schneidern ist mein Handwerk. Ja, also momentan können wir von ihr nur noch keine Quest erwarten. Mal sehen, wie es bei ihm aussieht. Na sowas, ein menschliches Gesicht. Bei der Gastfreundschaft der Zwerge wundert es mich nicht, dass ihr so selten eins zu sehen bekommt. Lebt ihr hier? Nein, ich bin Brongonna. Meine Familie züchtet hier seit 4 Generationen Rinder. Man sagt, ein Riese stiehlt euer Vieh. Diese Bestie spaziert hier einfach rum und stiehlt sich ein Tier nach dem anderen. Als wäre nichts dabei. Und man kann nichts dagegen tun. Gar nichts. Selbst die Zwerge werden nicht mit ihm fertig. Und das will schon was heißen. Nithalfs Hammer möge ihn treffen und zerschmettern. Er hat also auch noch keine neue Quest. Vorwärts! Schnell. Jetzt wollen wir mal weiter nach Süden gehen. Ah, hier tummeln sich etliche Tiermenschen. Ja, sogar wieder mit einem Anführer in ihrem Lager. Verstärkt die Deckung! Für den Orden! Schlag sie zurück! Vorwärts! So, das waren die ersten. Jetzt müssen wir noch Vorwärts. Das ganze Lager hier ausräuchern. Zum Angriff! Das dürfte also schon eine ganze Ecke schwieriger werden, besonders wenn jetzt quasi alle anrücken. Haltet durch, Männer! Also, dann müssen wir erstmal unseren Schlachtruf aktivieren. Runenfeger, zu mir! Verstärkt die Deckung! Ja, mit dem Schlachtruf geht es um Längen einfacher. Und jetzt brauchen wir erstmal einen Zauber. Wir werden angegriffen! Ja. Uns heilen wieder noch brauchen. Ja, wir müssen jetzt erstmal einen schnellen Anführer wegmachen, bevor wir noch durch ihn draufgehen. So, damit werden die Tiermenschen geschlagen und wir können sie jetzt erstmal gut ausnehmen. Der Anführer hat ein spezielles Fell dabei gehabt. Das könnten wir eventuell mal hier zur Schneiderin bringen. Mal gucken, ob sie damit was anfangen kann. Und jetzt die restlichen Tiermenschen retten. Eine leichte Rüstung, eine Zauberkugel und ein paar neue Hosen. Also nichts Interessantes. Zur Ehre Aonies. So, das wäre das erste Gebäude des Lagers. Ach, ein letzter Tiermensch schätzt sie nur uns noch entgegen. Mal weg mit dem. Los. Noch eine Tiermenschenmine. Ja, und das erste Kraut, was wir für den Gifttrank brauchen. Schnell! Ja, und da oben versteckt sich der Lordling. Ja, da wollen wir ihn doch gleich mal ansprechen. Hat euch mein Vater geschickt? Seid ihr Joshua? Ich bringe euch Nachricht von den Zwergen. Nachricht von den Zwergen? Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Nein, der Tane von Windholm ist bereit, euch eine zweite Chance zu geben. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich bin kein Krieger und werde nie einer sein. Die Zwerge werden mich niemals achten. So viel ist sicher. Ihr müsst euch eurer Bestimmung stellen. Schon um das Leben der Menschen willen, über die euer Vater herrscht. Es ist eure Pflicht, Lordsohn. Aber ich kann nicht.
Ach, verdammt soll ich sein. Tod oder Schande, es bleibt sich gleich. Mein Leben ist so oder so verwirkt. Ich werde gehen. Und ich werde euch begleiten. Wir treffen uns am Tor im Osten. Ja, da gehen wir jetzt auch mal nach Osten. Vorwärts! Folgt mir! Und da wollen wir mal versuchen, den Drachling zu finden. Und los! Ein Sternenring. Vorwärts! Weise Magier. Na gut, dass wir ja eine Priesterin haben. Mal gucken, wo der Ring ist. Man kann sie gleich mal ausrüsten. Und dann kriegst du nochmal den Stab dazu. Und los! Und dann mal weiter zum Tor. Sofort. So, dann reden wir jetzt erstmal mit dem Torwächter, dass er uns das Tor öffnet. Ich wache über dieses Tor und das Grauen, das es von uns fernhält. Welches Grauen? Das Grauen, das einst unsere Brüder jenseits dieser Felsen in den Tod gerissen hat. Doch ich bin kein Barde. Fragt in der Stadt nach, wenn ihr Geschichten hören wollt. Öffnet mir das Tor. Wie ihr wünscht. Achtet auf die Gefahren, die jenseits dieser Felsen liegen. Keiner wird euch doch zu Hilfe eilen. In diesem verfluchten Land hört nur der kalte Wind eure Schreie. Tretet hindurch. Die Kaltmark erwartet euch. Ah, ihr seid es. Führt mich zu dem Ort, an dem Helger starb. Es ist ganz im Osten, auf dem höchsten Berg. Ihr werdet es schon finden. Geht doch voran, ich folge euch. Ah ja, dann müssen wir noch vorangehen. Da wir jetzt ja nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs sind, können wir ja unsere Aura oder Stärke anmachen. Vorwärts. Also unsere Recken viel kampfkräftiger werden. Vorwärts. Aber so eine kleine Gruppe verbraucht das jetzt nicht so groß, Mana. Und los! Kämpft, Männer! Ja, da stehen sie uns ein paar Dunkelelfen im Weg. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Mir nach! Und los! Mir nach! Folgt mir! Ja, da stehen noch so ein paar Dunkelelfen und sie haben sogar ein paar Nekromanten dabei. Weil Nekromanten sind eine ziemlich ätzende Gegnersorte. Also wie ein Namenskind halt jetzt Untote beschwören. Ach, ich habe jetzt mal mit der Liste in Heim, bevor sie noch drauf geht. So, schon auf die Nekromanten mal hauen. Weil wenn die Meister sterben, ja, dann sterben auch ihre Diener, also in dem Fall die Skelette. Vorwärts! So, das war's mit der Gruppe. Mir nach. Hier vorne scheinen sie noch mehr von ihnen zu verstecken. Mir nach. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Vorsicht, Gegner. Sie sind überall. So, ich muss mich nicht mehr konzentrieren. Den Orden! Schließ die Reihen! Ein neuer Schiff für Magier. Na, hier tummeln sich ja auch noch welche. Schlag sie zurück! Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Ja. Haltet Boden, Krieger! Zu mir! Feindlicher Angriff! Ja. Ja. So, können wir jetzt weiter nach Osten vorrücken, nachdem diese Dunkelelfenbande besiegt ist.